Aloha, ich bin Christine Möller und ihr schaut triathlon.de. Christine, wie geht's dir und wie lief deine Vorbereitung auf Hawaii? Ja, also die Vorbereitung lief jetzt die letzten Wochen seit meinem letzten Rennen in Frankfurt eigentlich sehr gut. Also ich bin verletzungsfrei durchgekommen und vor allen Dingen für mich auch sehr wichtig, ich hatte keine Erkältung. Von daher konnte ich das Training wirklich wie geplant umsetzen und bin eigentlich guter Dinge für Samstag und ich freue mich aufs Rennen, wenn es jetzt endlich losgeht, weil es ist halt schon das Kribbeln in der Luft und man spürt jetzt so, der Körper hat die letzten Energiereserven schon mal so alles vereint und jetzt möchte man aber auch loslegen und zeigen, was man kann. Wo hast du dich vorbereitet und hast du eine spezielle Vorbereitung gemacht? Eine richtig spezielle Vorbereitung eigentlich nicht. Ich habe mich die ersten Wochen zu Hause vorbereitet nach Frankfurt. Wir haben nochmal von Grund auf neu angefangen, weil ich hatte ja zwei Ironman-Rennen gemacht. Das heißt also, ich musste wirklich nochmal wie im Winter anfangen mit einem kurzen Break nach den zwei Rennen, um mich wirklich zu erholen und dann langsam aufgebaut über erst lange Einheiten, dann intensivere Einheiten und die letzten 4 Wochen habe ich dann in Tucson verbracht mit meinem Team und dort habe ich natürlich dann nochmal die Jungs auch sozusagen genutzt, um kurze Hartintervalle zu fahren, weil bei ihnen im Windschatten ist ja wie für mich Motortraining. Wie lange bist du jetzt hier schon auf der Insel? Hast du dich schon akklimatisieren können? Ja, akklimatisiert habe ich natürlich super, weil ich meine, in Tucson war es richtig heiß. Wir hatten bis zu 40 Grad. Es ist halt eine andere Wärme, es war trocken. Und von der Zeitverschiebung hatten wir jetzt nur noch 3 Stunden. Und wir sind jetzt hier seit Freitag. Und ich muss sagen, bin voll angekommen hier auf der Insel, habe mich auch schon richtig verliebt. Also mir gefällt das alles hier sehr gut, ja. Und hast du schon den Mythos Hawaii gespürt? Was ist für dich das Besondere an der Insel? Ja, den Mythos verspürt man hier eigentlich, sobald man aus dem Flugzeug steigt, weil man weiß so, jetzt ist man angekommen, man ist verletzungsfrei hier, man weiß, hier ist die Weltmeisterschaft und dann sieht man hier am Ali Drive alle die verrückten Triathleten, die dann hier wirklich nochmal ihre Kilometer abspulen und das ist einfach der Hype, das Feeling hier rundherum, die Sponsoren sind da und alles noch wirklich guter Laune und ich finde auch die Einheimischen hier, die nehmen das alles so gelassen und winken uns zu und sagen, hey, good luck, go girl und so und das ist halt einfach fantastisch. Was hast du dir für Samstag vorgenommen? Ich möchte am Samstag eigentlich erstmal mein eigenes Rennen machen. Das ist steht eigentlich für mich ganz oben auf der Prioritätenliste, weil ich möchte ganz gerne ins Ziel kommen. Also ich möchte die Finishline genießen, in Anführungsstriche. Aber ich denke natürlich, dass ich mich nach dem Schwimmen, nach dem Radfahren, werde ich schon gucken, wo ich liege. Und ich habe es ja auch des Öfteren schon gesagt, ich möchte versuchen, hart zu rennen. Das heißt ja so, dass ich hinten raus dann doch die ein oder andere von den Mädels vielleicht noch einsammeln werde. Und für welchen Platz es dann reichen wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht als 30. ins Ziel kommen werde. Gibt es schon Pläne für die Zeit nach dem Rennen und vor allem, wie geht es dann in der Zukunft weiter? Nachher ist für mich auf jeden Fall erstmal Pause angesagt. Ich mache hier dann noch Urlaub mit meiner Familie. Meine Familie kommt heute Abend und wir sind dann noch 3 Wochen hier auf der Insel. Das heißt also Urlaub pur. Wir haben genug Zeit, uns die Insel anzuschauen, haben aber auch wirklich Zeit, mal für uns, weil ich sehe meine Familie relativ selten im Jahr und das heißt also ein paar ruhige Strandtage und dann geht es, denke ich, mit der Vorbereitung November, Dezember für die neue Saison geht es wieder los, so dass ich für nächstes Jahr habe ich mir einfach ein bisschen was, habe ich mir schon ein bisschen mehr vorgenommen, weil dieses Jahr war einfach sehr holprig und dass ich das wirklich Step by Step relativ früh beginne, so dass ich auch wirklich dann mal nächstes Frühjahr fit einsteige kann und dann so auch an meinen Schwächen gearbeitet habe im Winter, das wäre mir schon sehr wichtig. Dann drücken wir die Daumen für Samstag und freuen uns auf das nächste Jahr. Ja, danke schön. Vielen Dank. Noch schöne Grüße an Deutschland. Ciao.